Nimm die Kette. Ah, nur wenn ich den goldenen Becher auch noch bekomme. Diesmal ist die Beute so groß, dass jeder mehr als genug hat. Ja, nimm. Danke. Na, bist du endlich zufrieden? Ja, das steht mir gut, wie? Oh, den Schmuck gibt bitte mir. Was willst du damit? Ich möchte meiner Braut schenken. Alter, an. Nein, den bringe ich meiner Tochter mit. Eines Tages werde ich hiermit aufhören und Plantagenbesitzer werden. Dann sollt ihr staunen, was aus meiner Tochter für eine elegante Dame wird. Und all die großen Herren, die in den Schlössern längs der Küste wohnen, liegen ihr dann zu Füßen. Teilt den Rest der Beute wie immer. Die eine Hälfte gibt's sofort, das andere wird für schlechte Zeiten zurückgelegt. Wieder diese blödsinnige Sparsamkeit. Ich will alles haben, was mir zusteht. Sei still, Fahima. Der richtige Augenblick, um etwas zu unternehmen, ist noch nicht gekommen. Lass mich nur machen. Teilt weiter. Was ist los, William? Was machst du für ein Gesicht? Kanguru ist tot. Er ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Das bleibt keinem von uns erspart. Kämpfen zu fallen ist nun mal das Schicksal jedes Piraten. Wir werden ihn würdig bestatten. Geh auf deinen Posten. Vorwärts! Worauf wartest du noch? Willst du mir etwa Vorwürfe machen? Kanguru hätte nicht zu sterben brauchen. Und auch die anderen könnten noch leben. Sei still, William. Nimm deine Worte zurück. Oder soll ich sie dir wieder in den Hals hineinschlagen? Früher hättest du nicht gezögert, das feindliche Schiff zu entern. Damit hättest du den zweiten Rammstoß verhindert. Zu viele Männer haben deine Zaghaftigkeit mit dem Leben bezahlen müssen. Habt ihr gehört, Leute? Was William mir vorzuwerfen wagt? Los, Kako. Antworte ihm. Du warst bei allen Kämpfen an meiner Seite. Nun sag schon deine Meinung. Antworte! Ein Riff fliegt voraus! Wir müssen looten! Alles klar zum Wenden! Alles klar zum Wenden! Noch ein Mann ans Ruder! Ausgerechnet er muss mir das vorwerfen. Die Jugend ist eben unbeherrscht, Tiger. Das Kommando auf der Santa Maria würde jeder gern führen. Ist alles klar zum Wenden? Ist alles klar zum Wenden? Alles klar, William! Wie wär's mit dem Kuh? Serpente, die Santa Maria. Unser alter Tiger hat es wieder geschafft. Wir wollen Sie am Strand erwarten. Komm. Consuelo, eines Tages wirst du mit dieser Messerwerferei jemanden umbringen. Du weißt nicht mehr, wen ich daneben. Schau mich an, das Kleid hat mein Vater mitgebracht. Wie gefall ich dir? In Frauenkleidung gefällst du mir viel besser, Consuelo. Oh. Ich bin die Tochter eines Piraten, William. Ein Piraten, den man auf allen sieben Meeren fürchtet. Du bist eine Frau, Consuelo. Die Frau, die ich liebe und die mir einmal gehören wird. Übrigens, mein Vater hat seit einiger Zeit kuriose Einfälle. Ich soll unbedingt eine elegante Dame werden. Er ist anscheinend der Auffassung, mit seinem Reichtum könne er alles erreichen. Er übersieht nur, dass ich dieses Leben um nichts auf der Welt aufgeben würde. William, wen wird wohl mein Vater zum neuen Kapitän der Santa Maria ernennen, wenn er sich aufs Altenteil zurückzieht? Ich habe keine Ahnung, für wen sich der Tiger entscheiden wird. Die Santa Maria war immer nur in der Hand tüchtiger Kapitäne. Und jeder ihrer Kommandanten stammte aus unserer Familie. Dein Vater hat keine Söhne. Wo steht geschrieben, dass immer nur ein Mann ein Schiff führen muss? Ich bin überzeugt davon, eines Tages wird es... Serpente ruft mich. Ich muss zu meinem Vater. Auf Wiedersehen. Ich habe überall nach dir gesucht. Der alte Tiger lässt sagen, wir wollen uns heute Abend in der Taverne treffen. Alle glauben, es liegen wichtige Entscheidungen in der Luft. Warum hörst du mir nicht zu, William?
Ach. Ach, immer die alte Geschichte, die Frauen. Na, mein schönes Kind, du bist genau das, was mir der Arzt verordnet hat. Was meinst du, wie wär's mit uns beiden? Oh! Wer ist das denn zu fassen? So ein Mädchen hat keinen Respekt vor dem Alter. Gib mir zu trinken, Maria. Mag sein, dass ich zu alt bin, ein Schiff zu führen. Aber um zu trinken bin ich es jedenfalls nicht. Keiner von euch wird jemals sagen können, wir haben den alten Tiger betrunken unter den Tisch fallen sehen. Brüder von der Küste, hört mich an. Ich fordere jeden von euch heraus, ob jung oder schon alt, mich im Zweikampf aus diesem Kreis zu verdrängen. Na, vorwärts! Will es keiner von euch wagen? Versucht es! Fang du an, Portugiese! Fang an, habe ich gesagt. Wenn du mich besiegst, soll dir das gehören. Hm? Na gut, versuch es! Ja, gut, Portugiese! Zeig, was du kannst! Wer war denn? Na los doch. Mann. Ah. Gibt's ihn? Tiger, zeig dem jungen Feind, was wir wert sind. Jetzt. Na los, du hast es dann geschafft, Tiger. Alter. Gut so. Na los, jetzt aber. Na, probieren wir mal einen. Was? Wer ist hier alt? Ich hier. Einen Augenblick. Hast du uns nur hier zusammengerufen, um uns zu zeigen, wie stark du noch bist, Tiger? Mit dem alten Tiger ist es aus. Der ist am Ende. Niemals wieder wirst du mir den Tod meiner Männer vorwerfen können. Hier drin. Ja, hier drinnen ist aufgeschrieben, wo ich meinen Schatz aufbewahre. Ja, ich bin reich. So unendlich reich, dass ich mir erlauben kann, die Hälfte meines Schatzes euch zu vererben. Aber wem soll ich die Santa Maria geben? Wer ist es wert, die Santa Maria zu führen? Wenn ich einen Sohn hätte, wüsste ich, wem ich sie übergebe. Wer mein Nachfolger auf der Santa Maria werden will, der soll hier vor aller Augen um sie kämpfen. Also jeder von euch, der seinen Dolch zum Zeichen der Bewerbung in diese Tischplatte stößt, erwirbt damit das Recht, sich im Zweikampf um den Besitz der Santa Maria zu schlagen. Dass du mir keinen Korb gibst, habe ich gewusst. Was ist? Walter, ist niemand hier, der Mut genug hat, sich zum Kampf zu stellen? Wie wäre es mit dir, Narrengesicht? Warum setzt du deinen Dolch nicht daneben? Und du, Robert, worauf wartest du? Fehlt dir auch der Mut? Oh, was für eine Versammlung elender Hasenfüße! Jetzt weiß ich, was ich bis heute kommandiert habe. Ein Haufen dreckiger Feiglinge! Wenn William das Schiff bekommt, ist es mit dir aus. Tapfer geschlagen, Robert. Ich schenke dir das Leben. Hat noch jemand den Mut, mit mir zu kämpfen? Jetzt geht es um Tod und Leben. Consuelo, das darfst du nicht. Warum nicht? Bist du bereit, William? Gegen eine Frau kämpfe ich nicht. Was heißt hier eine Frau? Unter euch bin ich geboren und aufgewachsen und kenne genauso wenig Furcht wie ein Mann. Kapitän der Santa Maria zu werden, stünde eigentlich mir zu. Aber mein Vater hat es anders beschlossen. Und ich habe zu gehorchen. Ich habe nur zu den Männern gesprochen. Du weißt, ich bin nicht weniger wert als deine Männer. Sieh sie dir an, alle miteinander. Sie zittern vor Furcht. Also gut. Der Zweikampf findet auf der Stelle statt. Er geht bis zum letzten Blutstropfen. Der Sieger hat das Recht der Begnadigung. Fang an. Thank you.
Torpedo, weiter! Ich habe kein Erbarmen mit mir, Wilhelm. Ich werde auch keins mit dir haben. Ich habe als Siegerin das Recht, ihm das Leben zu schenken. Ich gebe zu, ich greife manchmal in der Schlacht zu zaghaft an. Aber dass ich von einer Frau im Zweikampf bezwungen worden bin, das kann mir niemand nachsagen. Warum sagst du nichts? Fürchtest du dich vor mir? Sag deinem Vater, er soll mich in Ruhe lassen. Wenn er damit nicht aufhört, bezahlt er es mir teuer. Du schleichst dich wie ein geprügelter Hund davon, William. Bravo, Consuelo! Du bist die Tochter deines Vaters! Hast du ihn gefunden? Natürlich nicht. Ich weiß, du willst nicht herausfinden, was William vorhat, aber William hat sich in mir geirrt. Ich befehlige die Santa Maria und William wird mir gehorchen. Hör auf zu grinsen! Hör auf, sag ich dir! Jetzt weiß ich, warum dir die Spanier die Zunge herausgeschnitten haben. Oh. Ich habe ihn nicht besiegen wollen. Ich wollte es nicht. Versuch ihn zu finden. Ich weiß, er hat mich geschont. Sag ihm, ich gehe zu meinem Vater. Ich werde ihm alles sagen. Mach, dass ihr nach Hause kommt. Sack Zieger kommt hier auch alles um. Ja, du auch. Ins Bett. Komm runter, wenn du magst, aber schön bleib oben, wenn du willst. Wenn einer keinen Spaß versteht, kann man nichts machen. Alles hört auf mein Kommando. Feuer! Boom! Enter die verdammte Frau. Armer Vater, es war für ihn kein erfreulicher Abend. Er ist noch nicht so alt, um aufhören zu müssen. Noch kann er die Santa Maria führen. Ich habe mit William nur gefochten, um meinem Vater das Schiff zu erhalten. Das kannst du mir glauben. Vater! Armer Vater! Sag mir, wer es war. Sag's mir doch. Ich weiß es nicht. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Er wollte mir das nicht entreißen. Der Schlüssel zum Schatz. Consuelo, jetzt soll er ihr gehören. Das ist Williams Messer. Außer dir, weil eine Frau dich im Zweikampf besiegt hatte. Und du kanntest nur noch den einen Gedanken, an ihr Rache zu nehmen. Und an ihrem Vater. Du weißt nur zu gut, dass das nicht wahr ist. Das Messer, das im Körper des Toten gefunden wurde, überführt dich. Wir wollen abstimmen. Jeder von euch soll nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Wer für die Todesstrafe stimmt, stoße den Dolch in die Tischplatte. Die Abstimmung hat ergeben, William ist für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.
Die Dorfältesten haben William für schuldig befunden und haben ihn zum Tode verurteilt. Ein alter Brauch verlangt, dass der Kapitän das Urteil vollstreckt. Aber wenn du nicht willst, könnte ich... Folgt mir. Warum zögerst du, Consuelo? Du solltest den Mörder deines Vaters bestrafen. Mein Leben gehört dir, Consuelo. Gestern hast du es mir geschenkt. Ich schwöre dir, ich bin am Tode deines Vaters nicht schuld. Enttäusche unsere Leute nicht. Du bist der neue Anführer. Consuelo, wenn du dich jetzt schwach zeigst, wie sollen sie zu dir Vertrauen haben? Das ist für euch, mein lieber Capitano, das Kreuz des heiligen Ignatius in Anerkennung eurer großen Verdienste. Habt ihr mehr erwarten? Das Kreuz des heiligen Ignatius? Wenn ihr erlaubt, das Kreuz des heiligen Ignatius habe ich schon im vergangenen Monat aus euren Händen erhalten, Exzellenz. Erinnerst du dich? Du hattest Capitano Gonzales für seine außerordentlichen Verdienste um die Garnison mit dem Kreuz des heiligen Ignatius ausgezeichnet. Dann verleihe ich euch einen anderen Orden. Wenn es weiter nichts ist... Tapferkeit muss belohnt werden. Denn ihr, mein Freund, habt wahres Heldentum bewiesen. Meine Helden, ich danke euch. Ich und Spanien haben euch zu danken. Ich bedauere, dass ihr keine Möglichkeit mehr habt, eure Tapferkeit in der nächsten Zeit zu beweisen. Die Piraten sind durch mein energisches Eingreifen und selbstverständlich auch durch eures... Señores... Ich finde, du solltest mit dem Kreuz des heiligen Ferdinand ausgezeichnet werden. Ja, aber das kann nur seine Majestät verleihen. Die Verleihungsurkunde wird bald hier sein. Seine Majestät hat schon durch mich erfahren, wie tapfer deine Soldaten gekämpft haben. Ah, dann hätte ich also diese Auszeichnung deinem liebenswürdigen Vorschlag zu verdanken. Mhm. Wie schön. Ich danke dir. Bist du nun glücklich? Oder kränkt es dich, dass ich nicht selbst an der Schlacht teilgenommen habe? Oh nein, durchaus nicht. Na, was dann? War es nicht mein Plan, in das Dorf einzufallen, in dem die Besatzung der Santa Maria lebt? Haben wir sie nicht in die Flucht geschlagen oder gefangen genommen, ohne selbst erwähnenswerte Verluste zu haben? Und ich weiß deine Heldentaten zu schätzen, aber sieh mal. Die Beute war außerordentlich gering. Die Piraten haben im Laufe der Jahre einen ungeheuren Schatz zusammengetragen. Und ich habe geglaubt... Die Beute ist für die Größe eines Sieges nicht entscheidend. Und das weiß ich. Aber du möchtest doch bald nach Madrid zurückkehren und deine alte Stellung wieder übernehmen. Madrid wird sich glücklich schätzen, mich, den Großherzog Inigo Cordoba, wieder in seinen Mauern zu haben. Die Madrider Gesellschaft wäre sicher bereit, meine niedere Herkunft großzügig zu übersehen, wenn ich über gewisse Reichtümer verfügte. Du wirst verstehen... Infolge meiner augenblicklichen finanziellen Schwierigkeiten sehe ich mich leider nicht in der Lage... Oh, verzeih mir, mein Lieber. Du darfst nicht glauben, mir läge daran. Du weißt, ich liebe dich. Nur deinetwegen will ich den Schatz haben. Und du wirst ihn finden.
Vergiss nicht, der Schatz der Piraten gehört, auch wenn ich ihn finde, seiner Majestät, dem König von Spanien. Aber er ist doch schon reich. Was soll der mit so ein bisschen Zeug anfangen? Jetzt entschuldige mich, mein Lieber, ich habe noch viel zu tun. Gnädige Frau, was gibt's, Laura? Der Capitano Alvaro Mendoza hat zwei Piraten in einem eurer Zimmer untergebracht. Ich weiß. Aber es sind Banditen, gnädige Frau. Wenn er wenigstens eine Wache aufgestellt hätte. Kümmere dich nicht darum und sprich auch mit niemandem darüber. Ich schwöre es. Geh wieder in deine Arbeit. Ich brauche dich vorläufig nicht. Bring diesen Gefangenen fort und lass mich mit dem anderen allein. Man darf ihnen nicht trauen. Es sind Leute, die nicht lange überleben. Seid unbesorgt, Capitano. Er ist ja gefesselt, also geht. Jawohl. Niemand hat sich vor meiner Tür aufzuhalten, verstanden? Jawohl, Exzellenz. Nur ihr wisst von dem, was hier geschieht. Und ich wünsche, dass es unter uns bleibt. Selbstverständlich. Ich werde mich auch als vertrauenswürdig erweisen. Raus mit dir! Eine schöne Dummheit habt ihr gemacht. Es ist nicht meine Schuld und entspricht durchaus nicht meinen Plänen. Na, löst erst mal meine Fesseln. Wenn man ehrlichen Leuten gegenüber Verpflichtungen eingeht, muss man sie auch halten, liebe Signora. Man redet mich mit Exzellenz an. Derartige Vertraulichkeiten verbiete ich mir. Ein schönes Ergebnis haben wir erzielt. Die Santa Maria haben wir nicht erwischt. William und Consuelo sind uns auch durch die Lappen gegangen. Solange die beiden frei sind, haben wir keinen Grund, fröhlich zu sein. Gibt's hier was zu trinken? Sicher. Dort drüben steht etwas. Bedient euch. Danke. Sehr gute Arbeit habt ihr geleistet. Sehr gut für euch. Nur für mich? Na, für mich auch, das ist wahr. Aber das Risiko hatte ich allein zu tragen. Ich habe den Alten umgebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass William verurteilt wurde. Er wäre gehängt worden. Aber dann sind eure Söldner aufgetaucht und haben alles verdorben. So war das nicht von uns verabredet worden. Auch von einem Mord war keine Rede zwischen uns. Das ist bei uns Freibeutern nicht anders. Entweder du tötest oder du wirst getötet. Ihr wisst sicher, wo der Schatz versteckt ist. Nein. Ihr müsst es wissen. Wenn es stimmt, dass ihr den Tiger ermordet habt, dann müsst ihr wissen, wo es der Schatz... Es ist aber so, wie ich sage. Wo das Versteck ist, erfahren wir nur an Bord der Santa Maria. Gebt mir ein gut bewaffnetes Schiff und ich bekomme heraus, wo sich der Schatz befindet. Ein gut bewaffnetes Schiff mit einem zuverlässigen Kapitän an Bord. Ich danke, Exzellenz. Mit dem Kapitän wart ihr nicht gemeint. Warum nicht? Habt ihr kein Vertrauen mehr zu mir? Das habe ich noch nie gehabt. Wie soll ich das verstehen? Seht, Senior Robert, einer wird als Held, ein anderer als Feigling geboren. Einer als Dummkopf, ein anderer als Genie. Und ihr seid als Verräter zur Welt gekommen. Und ihr, die ihr mich gegen meine eigenen Leute ausgespielt habt? Seid ihr etwas anderes? Ich bin eine ehrliche Kampfgefährtin, die kein Bündnis bricht. Wenn es mir gelungen ist, den Schatz zu finden, dann gehört die Hälfte euch. Bis dahin werdet ihr hier bleiben. Als Gefangener? Als mein Gast, wenn ihr das lieber hört. Ich werde euch einen spanischen Edelmann vorstellen, der mit den Piraten längere Zeit in Verbindung gestanden hat und mit ihren Gewohnheiten und Sitten vertraut ist. Prägt euch das gut ein. Es sind die Angaben, die ihr dem Kapitän des Schiffs machen sollt. Und versucht nicht zu fliehen. Der Offizier, der euch hierher gebracht hat, gehört zu meinen Getreuen. Er hat Befehl, euch nicht aus den Augen zu lassen. Bravo. Ihr seid sehr mutig. Ihr seid ganz allein. Wenn ich wollte, könnte ich euch erwürgen. Ihr seid mutig, aber unvorsichtig. Und die Unvorsichtigen leben nicht lange. Wie schade um euch. Ich bin sehr vorsichtig, wie ihr seht. Und werde euch bestimmt überleben. Abracadabra. Abracadabra. Nun sitzen wir schon 2 Stunden hier rum. Entweder du sagst was, oder ich prophezeie dir ein vorzeitiges Ende. Ich weiß, ich werde 100 Jahre alt. Ich habe den Tod des Tigers vorhergesagt. Es trifft alles ein, was ich vorhersage. Aber mit einer so ausgetrockneten Kehle kann ich natürlich kein Wort sprechen. Ich habe das Gefühl, ich müsste ersticken. Ich werde dir etwas abgeben. Na gut, schenk ein. Schenk aber voll. Wirst du dann sprechen? Verlass dich drauf. Gut. Jetzt möchte ich endlich von dir hören, wo die Santa Maria ist. Ja. Augenblick, ja. Aber, Kadabra. Jetzt sehe ich es ganz deutlich vor mir. Die Santa Maria. Die Santa Maria ist. Wo denn? Die Santa Maria ist. Wo denn? Die Santa Maria. Nun sag schon. Auf die Meer. Oh! Consuelo! Consuelo! Hast du etwas erfahren, Sancho? Nachricht von der Santa Maria. Wo ist sie? Sie fährt nach Norden. Wer hat das Kommando? William ist ihr neuer Kapitän. Sag's doch die Wahrheit.
Ich hatte einen Zeugen bei mir. Er liegt tot im Wald. Es ist Stefano. Besser gesagt, es war Stefano. Jetzt kann er es nicht mehr bestätigen. Der schlanke Stefano? Jawohl, der. Er war mit William und ein paar von unseren Männern entkommen. William und die anderen schlichen sich auf die Santa Maria. Er nahm auch ein paar tüchtige Männer an Bord, dann stachen sie in See. Als Stefano krank wurde, setzten sie ihn an Land. Ich fand ihn schon sterbend vor. Von ihm weiß ich alles. Gibt es das alte Fischerboot noch, das früher in der Bucht lag? Was willst du mit dem morschen Kahn? Die Santa Maria zurückerobern. Mit einem lecken Boot, ohne Waffen und ohne Lebensmittel? Das ist ja heller Wahnsinn. Hier habe nur ich zu befehlen. Das scheint er wohl inzwischen vergessen zu haben. Dieses Recht habe ich im ehrlichen Zweikampf erworben. Oh, hast du das etwa ernst genommen? Hat noch jemand etwas dagegen einzuwenden? Dann werden wir zum Boot gehen und die Ausfahrt vorbereiten. Dagegen ist man machtlos. Kommt, Freunde. Verteidigst du ihn immer noch, Serpente? Hast du das gehört? Er hat uns ohne zu zögern im Stich gelassen. Hat mir mein Schiff gestohlen und ist geflohen. Es gibt für mich keinen Zweifel mehr. Er ist der Mörder meines Vaters. Und ich werde ihn dafür bestrafen. Ich werde ihn bestrafen. Ganz still sitzen. Das Boot schlägt sofort um, wenn sich einer bewegt. Still sitzen. Es ist eine spanische Karavelle. Sie haben uns entdeckt. Sie halten auf uns zu. Wir müssen ein Zeichen geben. Zieh deine Jacke aus und winke ihnen. Aber sei dabei vorsichtig. Ich bin die Contessa Isabella de Mendoza, Witwe des Conte Mendoza. Wir waren auf dem Weg nach Panama, als wir von Piraten überfallen wurden. Wisst ihr den Namen des Piratenschiffes? Wenn ich nicht irre, heißt es Santa Maria. Ist es wahr, dass es von einer Frau befehligt wird? Das weiß ich nicht. Könntet ihr mir wenigstens ungefähr auf der Seekarte zeigen, wo der Überfall stattgefunden hat, Contessa? Ich verstehe von diesen Dingen nicht viel, Capitano. Mhm. Außerdem war ich während des Angriffs in meiner Kabine. Ich hörte an Deck furchtbaren Lärm. Dann wurden alle Überlebenden mit Schlägen gezwungen, das kleine Beiboot zu besteigen. Mhm. Ich verstehe. Darf ich bitten, Contessa? Der Wein wird euch gut tun. Fünf Strich nach Steuerbord. Ja, Senior. Ihr habt noch mal Glück gehabt, was? Na, jetzt kann euch nichts mehr geschehen. Unser Schiff ist gut bewaffnet. Wenn wir der Santa Maria begegnen, schicken wir sie in 10 Minuten auf den Grund. Hast du schon was gegessen? Du könntest mir wenigstens antworten. Danke, Senior. Das ist auf den Schiffen seiner Majestät so üblich. Ach, du bist stumm. Entschuldige bitte. Porto Nuevo ist eine große Garnisonsstadt, die aber wenig Zerstreuung bietet. Ein so gut aussehender Mann wie ihr dürfte wohl überall ausreichend Unterhaltung finden. In der Tat, ich kann nicht klagen. Capitano, bestimmt habt ihr eine Schwäche für Frauen. Ja, das ist wahr. Allerdings mit gewissen Ausnahmen. Es gibt eine Frau, der ich nicht empfehlen möchte, mir zu begegnen. Tatsächlich, und wer ist das? Die Frau, die jetzt Kapitän der Santa Maria ist. Wenn die mir in die Hände fällt, dann... Nehmen wir einmal an, dass es der Fall wäre. Was würdet ihr dann tun? So wahr ich der hochwohlgeborene Don Alvaro González de Altamure di Catalonia bin, ich würde ihr wie einem Kind den Hintern versohlen, damit sie lernt, wo der Platz einer Frau ist. Ich wünschte mir, dieses Schauspiel genießen zu können, Don Alvaro. Das könnte ich euch versprechen. Alles, was ich dazu brauche, ist nur ein bisschen Glück. Ich wünsche euch so viel Glück wie nur möglich, Senior, denn ich glaube, ihr werdet in den nächsten Stunden sehr viel Glück nötig haben. Verzeiht mir, Contessa, dass ich nicht eher dran gedacht habe. Eure Kleider sind beschädigt. Ich kann euch leider nichts anderes anbieten als eine Offiziersuniform. Wenn ihr damit vorlieb nehmen wollt, ich stelle sie euch zur Verfügung. Sehr freundlich, Capitano. Ich nehme dankend an. Thank you.
Guten Tag, Senior. Bist du bereit? Ja. Ein beneidenswertes Abenteuer, Kommandante. Ich hoffe, dass es eines wird, wenn ich in Porto Nuevo dienstfrei bin. Ich könnte mir vorstellen, sie übertrifft mit ihrem Temperament alle anderen Frauen. Ach, ihr Temperament ist atemberaubend. Ich möchte wetten, dass Sie die günstige Gelegenheit schon genutzt haben. Wenn man auf einem der Schiffe seiner Majestät Dienst tut, dann gibt es keine Weibergeschichten, Leutnant. Merkt euch das. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich kann euch natürlich verstehen. Die Anwesenheit einer so schönen, eleganten und begehrenswerten Dame regt zweifellos die männliche Fantasie an. Sie ist die Witwe eines portugiesischen Comte, der in Brasilien gelebt hat. Schon Witwe? Seit einem Jahr. Jetzt muss sie wahrscheinlich eine Menge nachholen. In allen Ehren natürlich. Eine bezaubernde Frau. Mein Kompliment. Nun habe ich noch einen Offizier mehr. Die Uniform steht euch ausgezeichnet. Danke. Ich muss feststellen, dass ich mich darin sehr wohl fühle. So besser. Kommandante, sicher habt ihr mit eurem Schiff schon viele Schlachten geschlagen. Ja, das verlangt mein Beruf von mir. Ach, ich stelle es mir wahnsinnig interessant vor, ein Schiff zu führen. Was für ein Kommando gebt ihr eigentlich vor Beginn einer Schlacht? Zuerst alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck! Und was kommandiert ihr dann? Als nächstes folgt alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Mann auf Gefechtsstation! Angriff eröffnet! Landfahrt. Ziehen wir die spanische Flagge ein? Warum denn? Sieht ja sehr hübsch aus. Heißt das, wir gehen auf Kaperfahrt? Natürlich. Das schulde ich dem Andenken meines Vaters. Einverstanden, Kapitän. Diese Antwort haben wir von dir erwartet. Kein Schiff wird vor uns sicher sein. Und wenn das Glück will, dass wir der Santa Maria begegnen, wird William die gerechte Strafe treffen. Er soll das Ende finden, das einem Mörder zukommt. Consuelo gewann Kampf auf Kampf, enterte ein Schiff nach dem anderen. Er rang Sieg auf Sieg. Sie war auf der Suche nach William, den sie für seinen Verrat bestrafen wollte. Von allen Küsten kamen die Piraten herbei, um unter ihrer siegreichen Flagge zu kämpfen. Consuelo wurde zu einer Frau, die kein Mitleid mehr kannte. Wild und zum Äußersten entschlossen, bis zur Tollkühnheit verwegen. Ihre Kaperfahrten wurden zur Legende. Immer das Gleiche. Ihn freuen kein Sieg und keine Beute. Alle Erfolge lassen ihn kalt. Das begreife ich nicht. Die ganze Zeit denkt er immer nur an Sie. An Sie, die ihn hätte aufhängen lassen. Im Grunde hat ja so ein Mörder nichts anderes verdient. Nimm das sofort zurück! William ist unschuldig! Ach, halt dein Maul! Hey, was ist das für ein Rauch?
William, da hat einer ein Feuer angezündet. Ja, und weiter? Eine Frau, von der ich geglaubt hatte, sie sei eine Schiffbrüchige und die sich als ein ebenso schönes wie teuflisches Wesen entpuppte und die eine hervorragende Fechterin war. Consuelo. Gott sei Dank, sie lebt. Und befehligt mein Schiff. Und wer seid ihr? Ich bin William Scott, der Kapitän der Santa Maria. Aha, schon wieder Piraten. Und dieser Verräter hatte die Frechheit zu behaupten, alle Piraten wären mit seiner Hilfe vernichtet worden. Wie heißt er? Ich weiß wirklich nicht. Sicher könnt ihr ihn beschreiben. Ist einer von euren Kumpanen, der euch hintergangen hat und nun in Puerto Nuevo als angeblicher Edelmann lebt. Wie ist sein Name? Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Verhältnismäßig groß, imposante Figur. Er hat eine weiße Strähne im Haar. Dann kann ich mir denken, wer es ist. Ich muss euch bitten, mir euer Boot zu übergeben. Betrachtet euch als mein Gast. Als Gefangener? Ja. Wir werden sehen. Kommt! Könnte die Fuente sein. Das werden wir gleich feststellen. Ersetzt die spanische Flagge durch unsere! Deine Befehle! Alarm für die ganze Besatzung! Auf Gefechtsstationen! Alles auf Gefechtsstation! Ist die Fuentes. Hey, setz die weiße Flagge! Nein, sie kapern uns sofort, wenn du das tust. Eines Tages wirst du mich verstehen. Die Santa Maria gehört nun mal Consuelo. Holt alle Segel ein! Lass das Boot zu Wasser! Komm mit, Rick. Wir haben die weiße Flagge gesetzt. In dem Boot ist William. Lässt sich von Rick rudern. Bleibt auf euren Posten. Sicher ist es nur ein Trick, mit dem uns der Verräter überrumpeln will. Wenn er das versucht, kann er was erleben. Mit der weißen Flagge ist uralt und außerdem recht primitiv. Darauf falle ich nicht rein. Dein Leben ist in meiner Hand. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich die Santa Maria... Die Santa Maria ist mein Schiff. Dass ich sie gerettet habe, als sie schon verloren schien und dass ich es für dich getan habe. Thank you.
Ich habe deinen Vater nicht getötet, Consuelo. Und im Grunde deines Herzens fühlst du das auch. Du bist vom Ältestenrat rechtmäßig verurteilt worden. Das ist wahr und ich bin unbewaffnet. Wenn du willst, kannst du mich am Großmast aufhängen lassen. Ich muss den Tod meines Vaters rächen, oder? Ich finde keinen Frieden mehr. Auch ich will, dass der Mörder bestraft wird. Und ich kenne jetzt seinen Namen. Diesem Schuft verdanken wir auch den Überfall durch die Spanier. Sag mir, wer es ist. Er wohnt in Porto Nuevo, im Schloss des Gouverneurs. Du brauchst mir nur 10 Tage Zeit zu geben. Rick nehme ich mit. Ich bringe ihn dir lebend, damit er in deiner Gegenwart gesteht. Aber das ist ein hoffnungsloses Unternehmen, William. Sie werden dich töten. Nein. Nein, ich will nicht leben, solange ich Zweifel in den Augen der Freunde sehe. Und solange du mir misstraust, Consuelo. Erlaubst du mir zu gehen? Ja, du bist frei. Leb wohl, Consuelo. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, William. Gott soll dich schützen. Mir missfällt dieses Leben durchaus nicht. Das glaube ich. Aber mir hängt's zum Hals raus. Außerdem geht mir dieses Gefühl der Unsicherheit auf die Nerven. Glaubst du, Consuelo oder William werden etwas gegen uns unternehmen? Ach, rede keinen Unsinn. Ich gehe vom Bett runter. Warum denn? Warum? Es könnte jemand hereinkommen. Du tust, als wärst du mein Vorgesetzter. Das bin ich ja auch. In den Augen der anderen. In den Augen der anderen schon, aber nicht in meinen. Darf ich eintreten? Das fragt man nicht im Zimmer, sondern vor der Tür. Ich komme im Auftrag meiner Herren. Sie hat mir befohlen, euch den Wein aufs Zimmer zu bringen. Schon gut, schon gut. Ich stelle ihn da drüben hin. Wie aufmerksam, wie aufmerksam. Dabei schickt sie das Mädchen nur, um uns überwachen zu können. Und du bist dumm genug, dich von den hübschen Kindern an der Nase herumführen zu lassen. Ja, lach nur, lach nur. Komm, wir gehen. Viel Spaß noch, Freunde. Hoppla! Hey, entschuldige dich, du Esel. Los, entschuldige dich. Aber ich... Entschuldige dich, wenn du nicht willst, dass ich dich auf der Stelle zusammenschlage. Entschuldigt. Du Dummkopf, das heißt entschuldigt, Senior. Entschuldigt, Senior. Seitdem die Spanier die Piraten besiegt haben, sind sie noch viel unverschämter geworden. Aber die Santa Maria haben sie doch nicht erwischt. Hey, bring uns was zu trinken, jawohl, aber jawohl, sofort. Entschuldige, Sie schlagen mir sonst alles kurz und klein. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich beeilen. Früher warst du schneller, anscheinend wirst du alt. Hey, kannst du nicht aufpassen, du Tölpel? Verzeiht, Exzellenz, eure Demütigung hat mich verwirrt. Seht euch diese Piraten an. Seit sie Prügel bezogen haben, sind sie sanft wie Lämmer und fressen aus der Hand. Ach, was? Auf das Wohl des Königs von Spanien. Er soll leben. Seid willkommen. Grüß dich, Porto Ricaner. Das ist mein Freund Rick. Mit ihm kannst du Pferde stellen. Wo warst du so lange? Endlich fangt ihr wieder an, euch zu rühren. Wie konntet ihr euch nur so übertölpeln lassen? Jemand muss uns verraten haben. Seit ich weiß, dass sie nicht mal Frauen und Kinder verschont haben, bin ich bereit, mich euch anzuschließen. Ich bin nicht zu alt dafür. Mich haben nur Hass und Sorgen so gebeugt. Wir haben auf deine Hilfe gehofft. Du sollst versuchen, uns heimlich ins Schloss einzulassen. Machst du's? Es wird nicht leicht sein. Aber wir werden es schaffen. Ja. Da ist ein Wagen, Sergeant. Ah, Porto Ricaner. Was sehen meine entzückten Augen? Oder heißt das, dass nur die Besatzung im Schloss vergrößert wird? Nein, Sergeant. Das ist der Wein für das Maskenfest. 13 Fässer. Allein wäre ich damit nicht fertig geworden. Es ist spanischer Wein von der besten Sorte. Er muss nach dem Transport 3 Tage im Keller lagern. Da schmeckt er erst richtig gut. Spanischer Wein. Och, glücklich, wer den trinken darf. Augenblick.
Das Fass ist für euch, Sergeant. Ich würde es nicht übers Herz bringen, den Herrschaften so edlen Wein zu liefern und euch nicht kosten zu lassen. Ich werde es nur nicht fertig bringen, ihn 3 Tage lagern zu lassen. Lasst den Wagen passieren. Keinen Laut, oder ich schieße. Du, William? Du begleitest mich auf die Santa Maria. Du solltest mich nicht so behandeln. Vergiss nicht, ich habe dir das Leben gerettet. Du? Du warst in einer sehr unangenehmen Lage. Wenn die Spanier nicht rechtzeitig gekommen wären... Wäre ich wegen eines Verbrechens gehängt worden, das ich nicht begangen habe. Und über das du recht gut Bescheid weißt. Na, hab dich nicht so wegen des Tigers. Er war schon alt genug. Außerdem war es ein dummer Einfall, den Schatz an alle verteilen zu wollen. Stehen bleiben. Sei doch nicht so schwer von Begriff. Wir teilen uns den Schatz, du und ich. Auf den Schatz verzichte ich gern. Mir liegt nur daran, dass Consuelo die Wahrheit hört. Und die soll sie durch mich erfahren? Ich bring dich schon zum Sprechen. Los, gehen wir. Wohin? Zuerst einmal hier raus. Vorwärts, beweg dich. Und wenn du Dummheiten machst, brenne ich dir eine auf. Hast du verstanden? Mach nicht so ein Gesicht. Lächle ein bisschen. Nicht schießen! Ich will ihn lebend! So. Bring den in den Kerker! Ich verstehe nicht, warum er noch nicht wieder hier ist. Sicher musste er die Nacht abwarten, um handeln zu können. Soll ich nachsehen? Ach, du willst von einer spanischen Patrouille in die Hände fallen, hä? Da ist er! Die Spanier! Rette dich, Rick! Ihr habt mich rufen lassen. Ja. Ich möchte euch zu der Umsicht, die ihr bei dem Überfall heute Nacht bewiesen habt, beglückwünschen. Ich danke euch für eure guten Wünsche. Dieser Mann muss schwerwiegende Gründe für den Hass gegen euch haben. Hätte er sonst sein Leben bei solchem Unternehmen aufs Spiel gesetzt? Wer ist er? Ach, ein armer Bauernteufel. Anscheinend hatte er die Absicht, sich durch einen dummen Jungenstreich bei seinen Altersgenossen hervorzutun.
Ist das auch wahr? Da wir das gleiche Ziel haben, überlasse ich die Entscheidung euch. Ich weiß euer Vertrauen zu schätzen. Hab vielen Dank. Seid vorsichtig, gnädige Frau, der Bursche lügt. Aber ich lasse ihn nicht aus den Augen, ihn und seinen Freund. Ich habe den Eindruck, dass du besonders dem Freund sehr viel Aufmerksamkeit schenkst. Nur um bei dem anderen keinen Verdacht zu erwecken. Ich bin entflohen. Der Puerto Ricaner konnte auch entkommen und will uns helfen. William gefangen. Wir müssen ihn befreien. Na, wer ist dieser dreimal verfluchte Verräter? Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß es nicht. Wenn ich nur wüsste, wie... Wir greifen mit den Bordkanonen an. Bum, bum, bum. Halt den Mund, Tunnel. Dann ist William verloren. Aber in der Stadt gibt es Leute, die bereit sind, uns zu helfen. Das bringt uns auch nicht weiter. Alle Kanonen der Garnison sind aufs Meer gerichtet. Ein Angriff wäre völliger Irrsinn. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen es mit einer List versuchen. Es wird für die Gäste eine Überraschung sein. Keiner von ihnen denkt an ein Auftreten der gnädigen Frau in Begleitung eines Piraten. Wie sehe ich aus? Oh, zum Verlieben. Wenn Capitano Gonzales mit der gekaperten Santa Maria schon hier wäre und wenn es ihm gelungen wäre, den Rest der Piraten zu fangen, käme dem Kostüm eine ganz andere Bedeutung zu. Habe ich recht? Sorgst du dich wegen seines langen Ausbleibens? Aber ja, natürlich. Ungünstige Winde können die Fahrt eines Segelschiffes unter Umständen um Wochen verzögern. Ja, ja, du hast recht, das habe ich mir auch schon überlegt. Ach, bitte halt das mal. Laura, geh und kündige an, dass der Gouverneur und ich schon im Saal sind. Aber ich bitte mir aus, niemand darf erfahren, was mein Mann für ein Kostüm trägt. Sehr richtig. Genau dasselbe wollte ich auch sagen. Und vergiss nicht, was wir besprochen haben. Hast du verstanden? Jawohl, gnädige Frau. Ich glaube, ich habe ein Recht zu erfahren, was es zwischen dir und Laura für Geheimnisse gibt. Oh, Staatsgeheimnisse, Liebling. Nun. Damit treibt man keinen Scherz. Staatsgeheimnisse sind ausschließlich meine Angelegenheit. Darum hast du dich nicht zu kümmern, mein süßes Toll. Oh nein, jetzt nicht, mein Lieber. Die Gäste warten auf uns. Du hast recht, wie immer. Komm, mein Schatz, gehen wir. Es soll ein Fest werden, wie es noch niemand erlebt hat. Sieh, du hast mich nicht erkannt. Ich habe es sofort gewusst. Carlotta, habe ich dir schon gesagt, dass du bezaubernd aussiehst? Komm, wir wollen tanzen. Ein gelungenes Fest, nicht wahr? Ja. Amüsierst du dich auch so? Was ist das für ein scheußlicher Kerl, ne? Ach, entschuldig bitte, das konnte ich nicht ahnen. Dort drüben ist mir auch so ein Ungeheuer begegnet. Ach, schau mal, was dort für ein elegantes Paar kommt. Siehst du? Keiner von ihnen hat mich erkannt. Ist das ein Spaß. So kann ich allen Damen den Hof machen. Muss ich eifersüchtig sein? Ich liebe nur dich, das weißt du. Aber ich darf mich doch im Schutze der Maske ein bisschen amüsieren. Oh, mein Lieber, das kannst du so viel du willst. Contessa Isabella de Mendoza. Die Contessa Isabella de Mendoza mit ihrem Gefolge. Nicht erwartet, Sie auf eine so charmante Konkurrenz zu treffen. Ich bin auch von... Darf ich fragen, ob ihr die berüchtigte Piratin seid, die auf den sieben Meeren Schrecken verbreitet? Ja, die bin ich. Ich kenne euch nicht und kann nur eure faszinierenden Augen bewundern. Ihr müsst von einmaliger Schönheit sein. Jetzt seid ihr meine Beute. Mit dem Recht des Piraten werde ich euch zum Tanz entführen. Und nein, wenn ihr erlaubt, denn ihr habt nicht das Recht, mich zu entführen. Seid ihr dessen so sicher? Gewiss. Nur der Gouverneur dürfte so etwas sagen. Auf Wiedersehen, Kollege. Bitte lauft nicht fort. Euretwegen würde es sich wirklich lohnen, das Inkognito preiszugeben. Könnt ihr schweigen? Ich bin der Gouverneur.
Oh mein Gott, ich bin verloren. Warum? Ich habe keine Einladung für das Fest erhalten. Ich bin noch keine Contessa, ich bin nur... Ein Wesen, das mich bezaubert hat. In meinem Schloss sind schöne Frauen immer gern gesehene Gäste. Darf ich euch willkommen heißen? Es wird zum Tanz gebeten. Vielleicht ist es euer ungewöhnliches Kostüm, das euch noch reizvoller erscheinen lässt. Wie seid ihr auf den Einfall gekommen, euch so zu verkleiden? Ich schwärme für Seeräubergeschichten. Ist es wahr, dass sich in den Kerkern eures Schlosses einige dieser schrecklichen Piraten befinden? Ja, selbstverständlich. Von mir persönlich gefangen. Von euch? Habt ihr etwas anderes erwartet? Jetzt winseln sie wie geprügelte Hunde und sind bereit, mir die Schuhe abzulenken. Wenn ihr wünscht, lasse ich morgen einen aufknüpfen. Oh nein, 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 nein. Solche grausamen Schauspiele finde ich entsetzlich. Umso schöner finde ich eure grünen Augen, von denen man leider nur zu wenig sieht. Darf ich euch bitten, die Maske abzunehmen? Nein, hier auf keinen Fall. Das wage ich nur dort, wo niemand sehen kann, wer ich bin. Bringt mich bitte zu den Kerkern. Ich möchte mit euch den Schauder verspüren, wenn wir echten Piraten gegenüberstehen. Wenn's weiter nichts ist, darf ich bitten? Sich jetzt auf. Unter Bewachung in seinem Zimmer. Wir haben in eurer Laura eine zuverlässige Verbündete. Ich ihm schon hier den Dolch in den Rücken jagen. Madonna. Ich beabsichtigte gerade, euch rufen zu lassen. Das Fest dürfte auch ohne meine Anwesenheit recht amüsant sein. Ein Maskenfest ist sehr langweilig für mich, wenn ich euch vermissen muss. Hier befinden sich die Gefangenen. Und nun, legt die Maske. Nur euch werde ich mein Gesicht enthüllen. Schickt ihn fort. Mach, dass du wegkommst! In meine Arme, du bezauberndste aller Frauen. Zuerst zu den Piraten, das habt ihr mir versprochen. Bitte sehr. Ich finde diese Anhäufung armer Burschen nicht gerade sehr interessant, Exzellenz. Da gebe ich euch recht. Ich habe aber noch ein seltenes Exemplar, das euch sicher zusagen wird. Bitte weiter in der nächsten Abteilung. Consuelo holt uns raus. Ich bin gespannt, wie sie anfangen wird. Wir sind da. Seid so freundlich, selbst das Guckloch zu öffnen. Mir scheint, er ist ein Mann wie jeder andere. Er ist äußerst gefährlich. Ganz allein ist er in mein Schloss eingedrungen, hat 8 Wachsoldaten umgebracht und wollte einen meiner Gäste rauben. Und weiter? Weiter? Dann bin ich dazwischen getreten. Er war gefangen. Einem Helden wie euch kann keiner widerstehen, auch eine Frau nicht. Kommt bitte. Die Gäste werden uns sicher vermissen.
halte dich bereit. In Porto Nuevo amüsieren Sie sich, was? Ja, aber nicht mehr lange. Da lassen wir Sie mal tanzen. Folgt uns die Fuentes immer noch? In Abstand von einer halben Seemeile. Sag den Leuten nochmal, jeder, der an Bord Feuer anmacht, wird von mir den Haien zu Fraß vorgeworfen. Ja, Steuermann. Wenn alles so gelingt, wie Consuela es sich vorgenommen hat, kann ich morgen Nacht im Bett des Gouverneurs schlafen. Wenn es aber nicht klappt, werden viele unserer Leute, die an Land sind, einen langen Schlaf tun. Oh, Hals, Maul. So etwas darf man nicht berufen. Es scheint alles gut zu gehen. Das Fest ist auf dem Höhepunkt. Ah, das ist doch völlig sinnlos, was wir hier vorhaben. Ich hab dir schon mal gesagt, wir greifen auf der Rückseite des Schlosses an, während sich die Schiffe auf einen Angriff von See vorbereiten. So lenken sie die Geschütze des Forts auf sich. Wenn du an den Erfolg nicht glaubst, kannst du ja gehen. Merk dir, Kapanel, so wie auf dem Schloss das Signal erscheint, greifen wir an. Wir müssen einen Lärm machen, als ob wir 1000 Mann wären. Ich blase mich auf, bis ich wie ein Ries aussehe. Und dann? Wir werden mit allen Mitteln versuchen, die Aufmerksamkeit der Wache auf uns zu lenken. Ja. Nur so hat der Überraschungsangriff des Portorikaners Aussicht auf Erfolg. Sei nicht dickköpfig. Ich weiß schon lange. Der Schatz liegt in einer der Grotten von Keres. Aber in welcher? Es sind über 100 und man müsste jahrelang suchen, um die richtige zu finden. Also, weiter, Faina. Weiter. Ich brauche dich nicht mehr. Geh. Sprich, oder wir quetschen dich in Stücke! Vorwärts, Faina! Ich will alles sagen. Warum nicht gleich so? Auf diese Weise lässt sich auch der größte Held gefügig machen. Also? Der Schatz liegt vergraben in der zweiten Grotte von Keres. 10 Schritte nördlich vom Eingang. Grab 2 Fuß tief. William. Ich weiß es von Consuelo. Was hindert euch, dort nachzusehen? Ich bin ja in eurer Hand. Lass ihn hier hängen und lauf zu den Grotten von Keres. In der zweiten Grotte, 10 Schritte nördlich. Und du? Ich komme nach, sobald ich unbemerkt von hier verschwinden kann. Wir treffen uns eigentlich oft, Kapitän. Eure unermüdliche Sorge um mein Wohlergehen ist geradezu eine Ehre für mich. So unermüdlich bin ich durchaus nicht. Wenn möglich, lasse ich euch gewisse Freiheiten. Hatte die Vernehmung des Gefangenen Erfolg? Ich werde Ihrer Exzellenz berichten. Um Ihre Anerkennung für euch buchen zu können. Gewiss. Gewiss. Kann nur eine einzige Wache stehen. In der dritten Zelle ist William in Einzelhaft. Die anderen sitzen in der zweiten Zelle. Geh. Sieh dich vor, Consuelo. Der Verräter ist Robert. Er muss irgendwo hier in der Nähe sein. Was ist hier los? Wollt ihr das Maul halten, ihr Hunde? Wir essen. Wir haben Hunger, du Hund. Schnell bei uns, was? Sonst drehe ich dir den Hals zu. Elemente! Dreh dich nicht um, dort kommt er.
Mann auf, Signal zu geben. Geh jetzt. Kommt mit, verehrter Freund. Ich möchte euch einer jungen Dame aus meinem Bekanntenkreis vorstellen. Es handelt sich um ein entzückendes junges Mädchen, das eine Vorliebe für Piratengeschichten hat und von euren Abenteuern gern hören möchte. Meine liebe Freundin, das ist der Mann, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Du Verräter! Halt! Aufhören! Der Mann kämpft doch nicht gegen eine Frau! Nehmt sie gefangen! Lasst sie nicht entkommen! Das Signal! Feuert aus allen Rohren! Von See an. Du bist mein Florett. Stell dir das nicht. Bring es mir. Halt, halt, halt. Pass auf ihn. Er wird das nicht entkommen. Keine Sorge. Bleib, wo ich ihn finde. Vorwärts. Wir wollen Ihnen eine Lektion erteilen. Exzellenz, es sind Piraten. Das weiß ich ja schon. Warum schießt denn keiner? Es hat keinen Sinn, Exzellenz. Sie sind noch aus der Schussweite. Ihr sollt trotzdem schießen. Zwei Geschütze, Feuer! Folgt ihn! Männer! Die nächste Probe! Geh, los! Eins Feuer, zwei Feuer, drei Feuer! Thank you.
Consuelo? Jetzt weißt du, wer der Verräter ist. Dieser verfluchte Robert. Sicher ist er auf dem Weg zu den Grotten von Keres. Weiter etwas. Er ist auf der falschen Fährte. Schneller, als ich geglaubt habe. Unsere Leute sind schon bei dem Schießscharten. Wir müssen uns beeilen, William. Wie kommen wir hier raus, William? Robert darf uns nicht entkommen. Hiermit. Hiermit, William. Los, schnell. Sie haben unsere Kanoniere überrumpelt. Und der Gouverneur? Ist auf dem Söldner. Noch ist nicht alles verloren. Wir müssen die Besatzung von Falosk alarmieren. Was hilft uns das? Es sind nur 100 Mann. Ich verbiete mir jeden Widerspruch. Sorgt für Pferde. Jawohl. Thank you.
Bastard hat uns an der Nase herumgeführt. In der zweiten Grotte 10 Schritte nach Norden gegenüber dem Eingang. Das bezahlst du mir, du Kanaille. Wenn wir nicht auf dem schnellsten Weg verschwinden, werden wir dafür zahlen müssen. Robert, der Schatz hat dir den Verstand geraubt. Ergib dich, Robert! Nimm die Hände hoch! Keine falsche Bewegung oder es knallt. Du hast uns reingelegt, William. Aber du wirst für deine Unverschämtheit büßen müssen. Und was dich betrifft, Consuelo, du kannst dein Leben retten, wenn du vernünftig bist. Du brauchst nur zu sagen, wo der Schatz ist. Ich werde dich wie einen tollen Hund niederschießen, Robert. Du hast es nicht anders... Ich brauch sie lebend, du Idiot! Mein armer Freund, ich bin dir so viel Dank schuldig. Du hast dein Leben geopfert, um das meine zu retten. Ich werde dich nie vergessen. Ergebt euch, ihr seid in unserer Hand. Werft die Waffen weg. Ihr wisst recht gut, welches Ende euch erwartet nach allem, was ihr getan habt. William, ihr habt das Versteck nicht verraten, obwohl man euch unbarmherzig gefoltert hat. Bravo. Wärt ihr einer meiner Offiziere, würde ich euch eine Auszeichnung verleihen. Ich bedauere, darauf verzichten zu müssen. Ich muss zugeben, mein Mann hat einen hervorragenden Geschmack. Er hat der schönsten Besucherin meines Maskenfestes den Hof gemacht. Ich kann ihn zu dieser Wahl nur beglückwünschen. Vergesst nicht, der Gouverneur befindet sich in meiner Gewalt. Aber nicht mehr lange. Ich habe an alle Garnisonen des Landes Stafetten schicken lassen. Ich versichere euch, wenn eure Leute das Schloss nicht sofort verlassen, werden sie ein schreckliches Ende nehmen. Wenn ich euch recht verstehe, habt ihr doch einen Vorschlag zu machen. Stimmt, genau. Und der wäre? Mich interessiert der Schatz, den euer Vater hier vergraben hat. Den gebe ich um keinen Preis her. Wie schade. Ihr seid so wunderschön. Und mir schien, ihr werdet von jemandem sehr geliebt. Wie schade. Führt diesen Mann hinaus und erschießt ihn. Halt, wartet noch! Ihr habt gesiegt, Exzellenz. Findest du nicht auch, es war ein vorteilhafter Tausch? Für ihr Leben und ihre Freiheit mussten sie den Schatz hergeben. Außerdem stand auch dein Leben auf dem Spiel. Na ja, das stimmt schon, wenn du die Sache von dieser Seite siehst. Aber du musst auch mich verstehen. Ich besiege die Piraten und fange ihren Anführer und soll nicht einmal die Genugtuung haben, ihn von ihnen hängen zu sehen. Stattdessen sind sie auf ihren Schiffen. Anders hätten wir sie vom Halse gehabt. Ihr begreifst du denn nicht? Ohne die Piraten ereignet sich hier nur wenig, was wir dem König berichten könnten. Deine Soldaten hätten wenig Aussicht auf Auszeichnungen oder Beförderungen und würden in dieser abgelegenen Garnison nur ungern Dienst tun, nicht wahr? Ja, ja, das stimmt schon. Sag mal, ich muss dich was fragen. Glaubst du, dass Consuelo... Ich meine, um es kurz zu machen, glaubst du, dass sie wirklich diesen jungen Mann liebt? Um ehrlich zu sein, ich hatte den Eindruck. Übrigens geschah es nicht ohne Grund, dass ich sie gemeinsam fortschickte. Ich nahm an, Consuelo könnte dir nicht widerstehen. Was, mir? Oder du, dir? Oh, was sagst du da? Kein Unsinn. Ich gebe zu, naja, ich finde sie ganz sympathisch. Aber doch nicht mehr, du weißt, ich bin über sowas hinaus. Außerdem hat sie mir anvertraut, sie wollten die Seefahrt aufgeben und sich auf dem Lande ein Haus bauen, um dort möglichst ungestört zu leben. Von mir aus. Ach, sie deren wie die tote Tauben. Ach, wie beneidenswert. Man müsste ihm noch mal 70 sein. Oh. Voraus, ein Schiff in Sicht! Alles auf Gefechtsstationen! Ich befehle hier, verstanden? Mach die Geschütze klar!
Du hast hier nichts zu sagen. Die Santa Maria gehört mir. Mein Vater hat sie mir ver... Ich bin aber der Familienvorstand. Und er hat am Bord nichts zu sagen. Vergiss nicht, du bist eine Frau. Dafür fechte ich besser als du. Das stimmt nicht. Stimmt doch. Stimmt nicht. Stimmt doch. Nein, das stimmt nicht.